Vollbank, echt Leben. Unter diesem Motto gestaltet die Raiffeisenbank Eberndorf ihre Filialen neu. Nach Dainach folgte nun die feierliche Eröffnung der neuen Treffbank Bad Eisenkappel. Das neue Konzept sorgt vor Ort für Abwechslung und macht die Geschäftsstelle zu einem lebendigen Treffpunkt für die Kunden. Es ist dahingehend gedacht, dass die Menschen einen Ort haben, sich zu treffen, sich wohlzufühlen. Und das liegt auch im Namen Treffpunkt drinnen. Die Leute sollen sich austauschen, miteinander kommunizieren, aber auch gemütlich vielleicht auch einen Kaffee trinken. Bank einmal anders erleben, als ein trockenes Gespräch zu führen, wirklich Herzlichkeit auch zu verspüren. In der Tat schafft die Raiffeisenbank Eberndorf mit dieser Ausrichtung eine neue Qualität des Bankgeschäftes. Auch Bürgermeister Franz Josef Smrtnik ist davon überzeugt und überbrachte seine Glückwünsche in Form eines Hufeisens. Neben den gewohnten Bankdienstleistungen, Service und kompetenter Beratung geht die Raiffeisenbank Eberndorf nun einen Schritt weiter. Zusätzliche Programmpunkte wie Showkochen, ein gemütlicher Nachmittag zum Pensionsaktivpaket oder eine Märchenstunde für die Jüngsten bereichern das Angebot. Damit gibt es auch für die Kunden in Bad Eisenkappel immer wieder positive Überraschungen und Höhepunkte. Was halten aber die Kunden von ihrer neuen Bankstelle? Wir haben nachgefragt. Mir gefällt es ausgezeichnet, muss ich sagen. Ist wirklich schön geworden, ja. Und jetzt hoffe ich halt, dass es weiterhin gut geht. Ja, mir gefällt es sehr gut. Ich bin immer schon Kunde gewesen von der Raiffeisenbank. Es hat mir sehr gut gefallen, die Bedienung war sowieso schon davor super. Es ist modern geworden. Ich bin selbst ein eher konservativer, altmodischer Mensch. Aber das Ganze ist viel, viel größer geworden, als ich mir vorgestellt habe, optisch einmal, ne? Und es ist von der Zusammenstellung, das Helle, das zieht natürlich noch mehr herein und es gefällt mir an und für sich sehr gut. Also ich bin echt begeistert, wie viel sie daraus gemacht haben, aus diesem kleinen Raum, was wir haben. Boah, es ist echt schön geworden. Also echt schön. Gefällt mir sehr gut. Welcher denn dieser Bereiche gefällt dir denn eigentlich am besten? Die Lounge ist komplett schön. Die finde ich echt toll. Die feierliche Einsegnung der neuen Räumlichkeiten wurde von Pfarrer Leopold Zunder vorgenommen. Mit der schrittweisen Umstellung ihrer Geschäftsstellen und dem Fokus auf Regionalität ist die Raiffeisenbank Eberndorf am richtigen Weg. Davon ist auch Vorstandsdirektor Peter Mautner überzeugt. Ich muss sagen, ich bin froh, dass wir diesen Schritt gesetzt haben, vor allem weil wir auf uns aufmerksam gemacht haben und weil wir uns hundertprozentig entschieden haben, in den Regionen zu bleiben. Wir sehen uns als regionaler Nahversorger. Und wir sind überzeugt davon, dass die Bevölkerung und unsere Kunden das auch wertschätzen werden. Und in einer Broschüre ganz am Anfang ist gestanden, ich möchte niemanden mehr hören, der sagt, ich muss zur Bank. Das ist auch ein Ziel, ja, dass die Leute gerne kommen und mit Freude kommen. Dem steht wohl nichts im Wege, denn die Raiffeisenbank Eberndorf gibt mit ihrer innovativen Ausrichtung dem Bankgeschäft die Freude zurück. Thank you.